Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 5 und wieder weitere Themen zum nächsten Battlefield. Ich finde es echt so heftig. Es ist wild da draußen geworden auf den Straßen. Also die Leute, was die sich alle ausdenken mittlerweile, warum der Trailer noch nicht revealed wurde oder das Spiel noch nicht revealed wurde, es ist der Wahnsinn. Es ist echt der absolute Wahnsinn. Die Leute da draußen erzählen da irgendwelche Geschichten, warum das alles so sein könnte, und dann kommt irgendein YouTuber, der dann auf einmal ein Video darüber macht und im Thumbnail schreibt, das ist der Grund, Trailer wurde verschoben, und ich denke mir so, Bro, es wurde gar nichts verschoben. Es gibt überhaupt keine offiziellen Neuigkeiten dazu, dass überhaupt irgendwas verschoben wurde. Es ist heftig, also das muss man schon sagen. Und ja, Grund dafür, warum alle irgendwie so ein Mist behaupten, ist im Endeffekt einfach nur, dass die Chinesen jetzt irgendwie so einen Raketentest oder irgendwas in der Richtung hatten. Irgendeine Rakete von denen ist gestartet. Und es kann natürlich sein, dass eventuell da in der Realität dann irgendwie eine Katastrophe passiert. Es könnte sogar sein, dass dann ein Unfall mit Menschen passiert und aufgrund schlechter PR, die dann möglicherweise mit dem Reveal in Verbindung gesetzt werden könnte, haben die sich dann gedacht, okay, dann verschieben wir den Trailer. Das ist eine Theorie, das ist nicht Fakt. Und das finde ich halt heftig, dass es als Fakt abgestempelt wird. Das ist schon heftig. Also, was die Leute alle mittlerweile in ihren Videos reinhauen, um irgendwie, ich sag jetzt mal, Aufsehen zu erregen über Battlefield, das ist echt heftig. Damit das Ganze auch logisch wird für euch, es ging im Prinzip darum, Bilder wurden ja gezeigt vom angeblichen Reveal-Trailer, und da kann man ja dann diese Rakete sehen, hinter der ist dieser Sturm mit dem Tornado und man sitzt im Cockpit eines, ich sag jetzt mal, Kampfjets, was auch immer, von mir aus auch Kampfheli, man weiß es nicht genau, und ja, kann sein, weil da so eine Rakete drin vorkommt, die eventuell umkippt und explodiert und dieser Raketenstart in der Realität bei den Chinesen dann irgendwie in die Hose gehen könnte. Das soll der Grund sein. Also die Leute kommen auf die wildesten Theorien, das ist der Knaller. Und Leute beleidigen sogar schon die Mitarbeiter wieder von EA, von DICE, was denen einfallen würde, dass sie den Trailer nicht raushauen und so. Leute, entspannt euch mal. Das ist doch echt heftig, Mann. Wir wissen, dass der Battlefield 5 Reveal Trailer am 23. Mai 2018 war. Und wir wissen auch, dass ein Reveal Trailer von Battlefield 1 etwas früher, ich glaube 4., 5., 6. Mai irgendwie 2016 war. Und irgendwo dazwischen wird mit Sicherheit jetzt auch das nächste Battlefield-Spiel revealed. Und ich denke mal, es wird nächste Woche sein. Ich bin sehr davon überzeugt, dass es nächste Woche sein wird. Und dann haben wir auch Gewissheit. Aber ich verstehe nicht, warum man da so einen Hype draus macht. Vor allen Dingen, die Leute machen sich deswegen alle komplett verrückt. Das ist echt der Wahnsinn. Also, als ob es nichts anderes im Leben gäbe als Battlefield. Ich meine, man muss das natürlich klarstellen, es gibt nichts anderes im Leben als Battlefield. Das ist ja ganz klar, ne? Also, aber wir haben so lange mit Battlefield 1 und 5 innehalten können, dann schaffen wir das jetzt bis zum Reveal-Trailer und bis zum offiziellen Release vom nächsten Battlefield auch, weil ihr müsst euch mal vorstellen, wir kriegen zwar den Reveal, aber das heißt ja nicht, dass das Spiel raus ist. Das heißt, selbst wenn die den Reveal-Trailer zeigen würden, was bringt das den Leuten denn dann überhaupt? Natürlich sind die dann gehypt, natürlich haben die dann eventuell sogar mega Bock da drauf, aber was bringt denn das? Das Spiel kommt erst Ende des Jahres. Das heißt, sie können das halt nicht mal spielen. Aber trotzdem, ja, release den Trailer, ich will den jetzt endlich sehen, weil mein Leben hängt davon ab. Es ist so heftig, das macht für mich absolut keinen Sinn, weil es gibt so viele andere Spiele da draußen, die man übergangsweise, sag ich jetzt einfach mal, noch spielen kann. Natürlich hat man irgendwann die Schnauze voll von, ich sag jetzt mal, Battlefield 5 oder so. Man spielt das dann ein paar Tage und ein paar Runden exzessiv und denkt sich dann, oh, gar keinen Bock mehr irgendwie. Aber dann spielt man halt Battlefield 1 oder 4 oder 3 oder weiß was ich, irgendwas anderes von mir aus, auch Call of Duty oder Apex oder Enlisted. Es gibt so viel, Hell Let Loose von mir aus auch noch, es gibt so viel Zeug da draußen. Irgendwas, Counter-Strike, Valorant, irgendwas davon wird mit Sicherheit die Zeit ganz gut überbrücken können. Und die Zeit kann man ja mit Sicherheit auch irgendwie anders nutzen, als den ganzen Tag auf Twitter F5 zu drücken, nur damit man sehen kann, wann endlich dieser blöde Reveal-Trailer rauskommt. Das ist schon krass, Leute. Um euch dahingehend mal einen etwas realistischeren Grund zu nennen, warum die vielleicht diesen Reveal-Trailer noch nicht gezeigt haben als ein Raketenstart in China, könnte zum Beispiel der Finanzbericht sein, der jetzt am 11. Mai rauskommt. Warum? Kann sein, dass sie sagen, wir wollen das Ganze jetzt zum Abschluss bringen. Meine Theorie war vorher, dass sie das vor diesem Finanzberichttermin machen wollten, beziehungsweise vor den Financials, weil sie dann sagen, wir wollen vielleicht noch einen Ticken den Hype von Battlefield mitnehmen, wenn wir das einfach schon mal ankündigen. Stattdessen kann es ja jetzt auch sein, dass sie sich einfach denken, wir warten, bis wir den Bericht fertig haben. Dann haben wir genug Raum, sage ich jetzt mal, um das nächste Battlefield anzukündigen. Abgesehen davon war EA ja noch damit beschäftigt, Apex anzukündigen mit dem neuen Update, mit dem Arena-Modus, der so ein bisschen Richtung Counter-Strike und Valorant geht, mit dem neuen Helden, der dann dazu kam, beziehungsweise die neue Heldin. Und das sind meiner Meinung nach realistischere Gründe als irgend so ein Raketenstart irgendwo auf der Welt, weil
Apex würde die PR von Battlefield klauen, beziehungsweise kann auch sein, dass sogar andersrum Battlefield die PR von Apex klauen würde. Es sind beides Spiele, die unter dem Publisher EA fungieren und deshalb wäre das für mich zumindest ein realistischerer Grund als, wie gesagt, ne, das ist halt schon ein bisschen krass. Und ja, am 11. wird es sein, also gehe ich mal davon aus, dass wenn wir jetzt den 11. haben, das würde der Dienstag, glaube ich, sein, genau, dann mit Sicherheit Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwo da, könnte ich mir vorstellen, wird dann auch der Reveal-Trailer sein. Ich verspreche mich hier erstmal. Und ja, dann haben wir endlich Gewissheit, wissen, ob das Setting stimmt und so weiter und so fort. Ich bin die ganze Zeit auch schon in den Startlöchern mit dem Stream. Ich habe das jetzt alles auf Twitch, alles schön eingerichtet. Ich habe das sogar getestet jetzt extra. Das sollte alles wunderbar laufen und ich freue mich auch schon riesig darauf, das endlich ausprobieren zu können. Ich bin die ganze Zeit schon drauf und dran zu sagen, ey, scheiß drauf auf den Reveal, ich mache jetzt vorher schon einen Twitch-Stream oder so. Aber ja, eigentlich würde ich das gerne einleiten mit so einer Analyse dazu, deswegen wäre das eigentlich ganz cool. Aber ansonsten hätte ich halt überlegt, dass man vielleicht Dienstag oder, ja, vielleicht nicht Dienstag, Dienstag oder Mittwoch eigentlich, wäre ganz gut, dass ich da vielleicht nochmal so einen abendlichen Livestream mache. Also Mittwochabend könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass wir da nochmal zusammenkommen und Battlefield 5 spielen. Wir könnten vielleicht auch abwechslungsweise auch Battlefield 1 nochmal spielen. Leider alles wieder auf dem PC ohne Crossplay. Das ist halt nun mal so. Leider bei den aktuellen Battlefield-Spielen gibt's das nicht. Aber natürlich können dann wieder alle zuschauen und ihr seid natürlich auch alle gerne eingeladen zuzuschauen. Also ne, je mehr, desto besser. Das ist immer super entspannt mit euch. Ich freue mich da mal riesig drüber, auch über die Interaktion im Chat. Macht mega Bock, mega viel Spaß und ja. Disgusting creatures, get out of my sight. Dann können wir auch so ein bisschen einfach auch so diskutieren, können auch ein bisschen, ihr könnt auch Fragen stellen zu irgendwas, meine Meinung zu gewissen Dingen da irgendwie für den Trailer sind oder so oder weiß was ich oder meine Erwartungen ans nächste Battlefield und keine Ahnung was ich mir überhaupt nicht wünsche. Dazu habe ich ja auch schon eigentlich Videos gemacht und so weiter, aber ja, man kann da halt nochmal so ein bisschen detaillierter drüber sprechen als in einem kurzen und knappen Video und genau. Das ist im Prinzip ja auch etwas, was diese ganze Community ausmacht, ne? Diese ganze Diskussion rund um dieses Thema Battlefield. Das ist auch mal das, was ich so cool finde und warum ich mich auch so freue, dass das alles mittlerweile so gut funktioniert hier. Weil man endlich an einem Punkt angekommen ist, an dem man sagen kann, man hat eine coole, richtig super geile Community, mit der man einfach sich auch austauschen kann über ein Spiel bzw. eine Spielereihe, die man einfach feiert, die man cool findet. Auch wenn nicht jeder Teil immer mega geil geworden ist, nicht zuletzt Battlefield 5, ist trotzdem ganz cool geworden, meiner Meinung nach. Ja, es ist halt einfach, macht auf jeden Fall Spaß, sagen wir es so, um das Ganze abzuschließen. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, entlasse ich euch in die nächste Woche und ich hoffe natürlich für euch und auch für mich und uns alle, dass dann dieser Reveal-Trailer auch endlich kommt und die ganzen wilden Spekulationen da jetzt endlich mal ein Ende finden, bevor das Ganze noch weiter ausartet. Und ansonsten würde ich sagen, hoffentlich habt ihr das gute, geile Wetter heute noch genutzt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in alter Frische nächste Woche, eventuell dann wie gesagt mit dem Reveal-Trailer. Und wenn ihr keine Battlefield-Videos mehr verpassen wollt in Zukunft, könnt ihr auch den Kanal abonnieren und die Videos liken, wenn euch die gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis dann haut rein und wie immer, ciao, ciao.